Entwicklung der Volumenformel für eine Halbkugel und eine Kugel. In der Animation sind drei Gefäße zu sehen, deren Grundflächen gleich groß sind. Also die Radien der Kreise sind alle gleich groß. Die Körperhöhen des Kegels und des Zylinders sind genauso groß wie der Radius der Grundfläche. In der Animation wird zunächst das Wasser des Kegels in den Zylinder gefüllt und anschließend das Wasser der Halbkugel. Dann wird das Wasser aus dem gefüllten Zylinder zurück in die Halbkugel und anschließend in den Kegel gefüllt. Und so weiter. Offensichtlich füllt das Wasser aus dem Kegel und der Halbkugel den Zylinder vollständig. Diese Gesetzmäßigkeit nutze ich, um die Volumenformel der Halbkugel zu entwickeln. Das Volumen eines Kegels berechnet man, indem man seine Grundfläche, das ist ja eine Kreisfläche, berechnet mit Pi mal r Quadrat, mit seiner Höhe multipliziert und durch 3 teilt. Wir erhalten Pi mal r Quadrat mal r durch 3. Für den Zylinder erhalten wir Grundfläche mal Körperhöhe, also Pi mal r Quadrat mal r. Es ergibt sich folgende Gleichung. Pi mal r Quadrat, also Grundfläche, mal Körperhöhe war ja r durch 3. Für den Kegel plus Volumen der Halbkugel gleich Pi mal r Quadrat, Grundfläche, mal Höhe des Körpers r. Jetzt können wir r Quadrat mal r zu r hoch 3 zusammenfassen. Damit ergibt sich die folgende Gleichung. Pi mal r hoch 3 durch 3 plus v Halbkugel gleich Pi mal r hoch 3. Wir erinnern uns an die Bruchrechnung. Danach galt 1 minus 1 Drittel gleich 3 Drittel minus 1 Drittel gleich 2 Drittel. Somit ergibt sich V Halbkugel gleich 2 Drittel Pi mal r hoch 3. Wenn wir nun die Halbkugel mit 2 multiplizieren, haben wir ja eine ganze Kugel. Und die Formel V Kugel gleich 4 Drittel Pi mal r hoch 3. Interessant ist auch, dass im Beispiel die Halbkugel sich mit 2 Kegelfüllungen vollständig füllen lässt, während der Zylinder 3 Kegelfüllungen benötigt, um vollständig gefüllt zu werden. Danke fürs Zuschauen.